It's your boy Skinny P. Vor ungefähr 14 Tagen habe ich euch diese Seite Converse.com gezeigt und viele von euch kannten sie noch gar nicht. Und da dachte ich, es wäre eine gute Sache, euch Gambling-Verrückten mal Folgendes zu zeigen. Diese Seite hat einen Case-Opening-Simulator mit den Original-Sounds, mit den Original-Visuals oder fast Original-Visuals von CSGO selbst und vor allem mit Statistiken, die euch ganz genau vor Augen halten, was ihr schon ausgegeben habt und was ihr eingenommen habt und wie schlecht die ganze Sache eigentlich ist. Also schlecht im Sinne von schadend, und zwar eurem Geldbeutel. Ganz, ganz viele werden die Chance überhaupt nicht haben, einige von diesen Cases zu öffnen, weil ihr hier eben alle Cases, die ihr öffnen wollt, aufmachen könnt. Ihr könnt zum Beispiel einfach diese Winterdinger aufmachen, ohne dass ihr sie kaufen müsst. Ihr seht aber bei allem immer direkt den Preis, den ihr ausgeben müsstet, um die ganze Sache durchzuführen. Also zum Beispiel müsstet ihr hier eben diese $5.63 sowie die üblichen $2.49 ausgeben, um diese Case überhaupt öffnen zu können. Und wenn ich das jetzt in dem Fall machen wollen würde, kann ich einfach auf Open Container drücken und es wird direkt hier unten angezeigt. Ich habe jetzt hier eine Kiste aufgemacht, habe minus 13% Profit gemacht. Ich habe $8.12 ausgegeben, also diesen Preis hier, und $7.03 reingenommen. Ist sogar gar nicht so übel. Ich mache jetzt hier noch drei weitere auf und schaue, wie es für mich läuft. Und diese Statistiken sind, wie gesagt, ein riesen, auch die gleiche nochmal, Wahnsinn, ein riesen Plus. Gerade für die Leute, die sagen, sie haben mittlerweile gar nicht mehr im Blick, was sie ausgegeben haben und was sie eingenommen haben und so weiter. Und so fort. Okay. Fuck. Ah ja. Und das ist natürlich ein sehr krasser Punkt, den man erreicht hat, wenn man schon nicht mehr weiß, was man ausgegeben hat. Also bitte, passt auf euch auf. Wenn ihr die Kiste übrigens wechseln wollt, könnt ihr einfach hier auf die Kiste selbst draufklicken. Dann seid ihr wieder im Showroom der einzelnen Cases. Ihr könnt auch, wenn ihr was Spezielles only in den Kisten haben wollt, zum Beispiel nur die Agenten, könnt ihr das so machen, dass nur die Agenten ausgewählt sind. Ich will in meinem Fall eigentlich nur die Waffenkisten haben und euch noch ein paar Sachen zeigen. Diese linke Statistik hier ist zum Beispiel ausschließlich auf den Container bezogen. Das heißt, wenn ich jetzt auf diese Fracture Case gehe, dann ist die genullt. Ihr könnt sie aber auch jederzeit selbst nullen. Das hier rechts bleibt aber stehen. Und ich sage euch direkt eine ganz, ganz wichtige Sache, die halt in den Streams immer wieder vorkommt. Leute kommen rein, sagen, sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Sie haben schon hunderte von Euro ausgegeben in Kisten, weil sie ein spezielles Knife wollen zum Beispiel oder generell einfach ein Knife wollen oder einen speziellen Skin wollen. Wenn ihr unbedingt irgendwas ganz, ganz, ganz Spezielles wollt, zum Beispiel diese Desert Eagle Print Stream, dann öffnet keine Kisten. Kauft sie euch einfach. Jeder weiß, dass ich an sich komplett gegen den Kauf und gegen die Gambelei mit Skins überhaupt bin. Man braucht keine Skins. Skins sind komplett unwichtig. Man muss damit nicht rumhantieren. Aber wenn es unbedingt sein muss, wenn man genug Geld übrig hat, wenn man einfach sagt, ich habe jetzt 300 Euro zum Wegschmeißen da, dann schmeißt sie nicht in Cases und hofft, dass jetzt irgendeine Waffe kommt, die $125 wert ist. Vielleicht ist das Beispiel gerade ein bisschen blöd mit den 300 Euro, weil die meisten sowieso auf den Gedanken kommen sollten, ah ja, ich kaufe den einfach. Aber viele stecken ab und an mal ein 20 oder 50 Euro in Cases und hoffen, dass genau die hier rauskommt. Dabei kann man die doch einfach auf Skinmore und kaufen, Mensch. Ich kann natürlich schon irgendwie auch verstehen, dass jemand sagt, hey, ich habe jetzt nur 20 Euro, deswegen probiere ich es jetzt halt einfach. Okay, kann man da machen. Aber dann probiert man es halt nicht immer und immer und immer und immer wieder über 3 Jahre hinweg und hat dann so viel Geld ausgegeben, als hätte man sie sich locker selbst gekauft. Ich stecke mir jetzt einfach als Test diese Desert Eagle Print Stream als Ziel und lass einfach mal 10 Kisten öffnen. Vielleicht ist sie dabei, vielleicht auch nicht. Wir gucken auf jeden Fall, wie viel Geld ich dann insgesamt ausgegeben habe und ob man das nicht hätte besser einsetzen können. Ironie wäre es natürlich, wenn sie jetzt tatsächlich kommen würde, aber ich vertraue da einfach auf mein Glück und sage, dass sie sowieso nicht kommt, weil ich ein alter Blue Skin, okay, da hat das Bild gefehlt, ein alter Blue Skin Zieher bin. Und man sieht jetzt schon, nach dem 4. Zug, dass ich hier bereits bei minus 95% Profit bin. Schuddele. Und jetzt haben wir unsere 10 gezogenen Geschichten und sehen, wir sind sehr, sehr fett im Minus und unser Zielskin ist überhaupt nicht dabei. Wir haben jetzt schon $26 ausgegeben, okay, das ist jetzt nicht die Welt. Das wäre jetzt so ein üblicher Zug von wegen, ich habe 30 Euro in der Tasche und mache einfach mal ein paar Kisten auf. Oh, schade, nichts gezogen. Wenn ich es jetzt noch ein paar Mal mache, dann habe ich schon $100 ausgegeben, ohne den Skin gesnackt zu haben, den ich haben wollte und habe einfach nur Geld verfeuert. Und da liegt bei den meisten leider der Hund begraben im Pfeffer. Der Hase. Es werden Kisten mit einem speziellen Ziel aufgemacht und dann wundert man sich nach x Zeit, dass man so und so viel Geld rausgeballert hat. Gerade wenn man eben ein Knife haben möchte, da weiß man ja auch, dass die Chance bei der Geschichte halt noch kleiner ist. Also ihr seht die Chance ja auch dabei stehen. Sie ist einfach logischerweise die kleinste der Case und wenn ihr dann einfach nur auf Knife gehen wollt, das sagen ja manche so einfach, dann kann das und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr kostenintensiv sein. Klar, es gibt Leute, die lacken halt einfach rein. Die haben halt dann Knives ohne Ende. Im Moment haben wir bei uns einen dabei, Mr. Nicky Mirage, du alter Knödel. Der war letztens im Stream und hat irgendwie 2 Knives live gezogen. Okay, aber das passiert halt so gut wie nie. Sowas geht einfach nicht. Also eigentlich.
Wir lassen hier auch einfach nochmal 10 Kisten durchlaufen und gucken, ob ich hier ein Knife habe oder ein Knife in der Nähe ist. Wobei ich gehört habe, dass man mittlerweile auch gar kein Knife mehr sehen kann, nur wenn man es wirklich bekommt. Es ist extrem selten, was wirklich, wirklich gut ist zu ziehen. Und ihr werdet so gut wie immer ins Minus gehen. Man kann natürlich mal reinlacken und dann sieht man, oh wow, ich kann doch, so wie hier jetzt, aus der ganzen Geschichte positiv rauskommen. Aber das ist dann halt nur ein Skin von vielen. Schaut euch mal an, das waren jetzt gerade mal $38, ich habe schon 19 ausgegeben. Wenn ich jetzt hier weitermache, wie es ein Süchtiger eben auch machen wird, weil er sagt, oh, jetzt bin ich aber auf eine Glücksader gestoßen. Und dann fällt man wieder. Und das nicht zu knapp. Guck mal, 11 Cent? Oh, wir machen jetzt die letzte noch auf. Und sind tatsächlich hier jetzt mit einem kleinen Plus raus. Ja, 68% Profit haben wir gemacht. Wir haben 27 gespendet, 46 eingenommen. Das ist für diesen einen Run jetzt nicht schlecht, aber bedenkt bitte, was war unser Ziel? Was ist das Ziel des Verrückten, der hier sitzt? Ich will ein Knife. Ich habe ja Plus gemacht, also kann ich es auch ausgeben. Gefährlich. Aber Realität. Ich habe den Fast Spin eingestellt und spin so lange, bis ein Knife kommt. Scheiße. Jetzt wollte ich gerade zeigen, wie teuer der Scheiß ist und dass man nie irgendwas bekommt. Jetzt bekomme ich was, so Mist. Also schauen wir mal in die ganze Geschichte rein. Ich habe jetzt 109% Gewinn gemacht. Ich habe 56 Kisten aufgemacht und dafür $153 ausgegeben. 321 habe ich insgesamt eingenommen, mit allem drum und dran. Ihr seht hier die Verteilung der Quality, also was wie rauskam. Man sieht natürlich, dass sich die meisten Gewinne hier unten verteilen, da die Chance ja die höchste ist. Und das sukzessive kleiner wird nach unten hin, das muss man ja nicht erklären. Der Punkt, den man hier trotzdem machen kann, ist natürlich, kommt irgendwann etwas Größeres. Man braucht nur das Geld dafür. Wir haben letztens auch über Glücksspiel gesprochen, über die Doppler-Methode und so weiter und so fort beim Roulette. Und wenn man unendlich viel Geld hat, wobei man da noch keinen Grund mehr hat, überhaupt irgendwie Kisten zu öffnen, dann kommt irgendwann alles, wenn du unendlich viel ziehen kannst. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, $153 ausgegeben. Ich weiß nicht, wie viel ihr im Schnitt für eure Züge ausgebt, also wie viele Kisten ihr öffnet. Aber wenn wir zum Beispiel Community Case Openings machen, dann öffnet jeder für im Schnitt $50 bis $100 Cases. Ein paar Verrückte vielleicht für ein bisschen mehr. Aber ich würde sagen, dass 100 bereits so eine magische Grenze ist. Man sagt sich, komm, jetzt gehe ich mal 100 € aus, let's go. Und das war's. Man sieht also, dass mit 100 € zumindest in meinem Move hier die ganze Sache nicht gereicht hätte. Ich wäre hier unten irgendwo gestoppt und hätte nicht dieses Knife bekommen und wäre nach wie vor dick im Minus. 56 Kisten hat das gebraucht. Wie gesagt, auch da sind, denke ich, 50 eine ganz gute Anzahl. Ne, wo man sagt, komm, ich mach mal wieder 50 auf. Aber eigentlich, ich denke, im Schnitt machen viel weniger Kisten auf. Ne? Vielleicht mal so 20 oder 25, wenn es hochkommt. In den Streams machen die einzelnen Leute mal 5 Kisten auf, vielleicht mal 10 und das war's. Ich muss sagen, dass es aber dennoch ballert. Also als es kam, habe ich mich gefreut. Auch wenn ich es nicht besitze, auch wenn ich das Geld nicht habe. Dieser Simulator hat auf jeden Fall genau das, was es braucht, um diese Befriedigung auch zu bringen, die man sonst hat, wenn man eben Gambling gerne mag oder gerne macht. Und ja, es gibt ganz, ganz schlimme Fälle. Also ich habe mitunter auch schon in Casinen gespielt. Und manche Leute, die wollen nur das Geräusch haben. Die sind an 3, 4 Automaten, machen die auf Autospin und laufen einfach rum und gucken dann und hören und sehen die Lichter und sowas. Und das ist für die einfach geil. Die gehen mitunter mit einem riesen Minus raus oder kommen vielleicht gerade so auf Null raus. Und das war's. Aber für die zählt dann gar nicht mehr der Gewinn. Und wenn es soweit ist übrigens, ihr müsst euch Hilfe suchen. Zwingend. Für die zählt gar nicht mehr der Gewinn, sondern einfach nur, dass sie gegambelt haben. Und wenn das bei dir auch so ist, dann such dir bitte erstens Hilfe. Und zweitens, nutz die Seite hier. Daddel ein bisschen rum. Probier ein bisschen aus. Guck mal, was du bei der Stockholm ziehen würdest. Sachen, an die du sowieso nicht rankommen willst, weil sie dir zu teuer sind und du lieber andere Kisten öffnest. Zieh hieraus deinen Spaß, ohne großartig Geld auszugeben. Ich würde das ja einfach mit Vaping vergleichen. Leute, die von der Zigarette wegkommen wollen, von dem Nikotin und anfangen zu vapen und Stück für Stück dann die ganze Chose rausnehmen. Hier habt ihr halt mit einem Schlag diesen Aspekt raus, dass ihr Geld rausscheißt. Ihr seid komplett trocken. Ihr könnt trotzdem noch aufmachen und hinwurschteln, wie ihr wollt, und gebt aber kein Geld dafür aus. Sicherlich ist es für einen Großteil so, dass natürlich der Gewinn das Wichtige ist. Sie wollen das auch haben, was sie gewinnen. Aber ich denke, man kann vielleicht hier auch ein paar Tests durchführen. Mir ist schon klar, dass es für die meisten nicht reichen wird, hier einfach nur rumzuwurschteln. Aber jede Case, die ihr hier geöffnet habt, hilft eurem Geldbeutel, weil ihr dafür kein echtes Geld ausgegeben habt. In dem Sinne, schaut mal vorbei. Wir sehen uns somit im nächsten Livestream. Der ist heute ab 18 Uhr. Und bei uns gibt es komplett kostenlos auch wieder Knife zu gewinnen.
Und zwar haben wir ganz frisch diese Survival Knife Slot da reinbekommen. Das gibt's bei uns im Stream im großen Knife Giveaway. Das geht eine gewisse Zeit. Ihr kommt einfach in den Stream, schaut zu und sammelt unsere Streamwährung ganz kostenlos, während ihr zuguckt, und könnt dann mit dieser Streamwährung euch die Tickets für dieses Survival Knife Slot Giveaway kaufen. Wir haben neben diesem Knife auch noch in jedem Stream Giveaways. Also wer Skins haben möchte, der kommt am besten einfach zu uns in die Streams und schaut zu. Die laufen genauso wie dieses Knife Giveaway, nur sind die halt in jedem Stream. Ich kann logischerweise nicht in jedem Stream ein Knife verschenken, so viel Geld habe ich nicht. Aber ich kann in jedem Stream normale Skins raushauen. Skins in einem Wertebereich von, was weiß ich, 5 bis 15 Euro. Graffiti, Sticker, Anstecker, also Pins und so weiter. Solche Sachen gibt es in jedem Stream bei uns in den Giveaways halt zu gewinnen. Und diese Giveaways sind logischerweise auch viel günstiger in Form unserer Stream-Währung als diese großen Knife-Sachen. Also wer Bock hat, mal so ein bisschen was, abzusnacken, der kommt einfach in die Streams. Wir streamen jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Das Survival Knife ist im Moment eben unser großes Knife-Giveaway. Und ja, das wäre es soweit gewesen. Dann bis gleich zum Stream. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.